Da sind wir wieder und ja, wer hätte es gedacht, wenn man die nächste Folge anklickt. Und heute haben wir geplant, jetzt habe ich mich schon wieder verklickt, habe ich eben nämlich schon wieder aufgenommen und während des Fluges direkt danach festgestellt, ich habe eigentlich das vergessen, was wirklich wichtig ist. Das können wir hier aber einstellen. Und zwar, ich möchte jetzt den Grundstein einer Station legen. Und was habe ich dazu dabei? Ich habe hier ein Kommandomodul, das habe ich ziemlich oben voll gebaut, deswegen sieht man es nicht mehr so gut. Und natürlich habe ich hier ein Labor, das soll mir Wissenschaftspunkte pro Tag generieren. Das klingt ja total nett. Deswegen habe ich es dazu gepackt. Noch ganz viel Science dran, ganz viel, was weiß ich nicht, irgendwas dran. Docking Ports habe ich, genau. Wir wollen ja hier irgendwo das als Grundstein haben für unsere Station. Genau. Ich habe mir noch was überlegt, ob das klappt. Keine Ahnung, wir werden es einfach probieren. Und was habe ich? Ich habe jetzt hier so eine Twin Bore, eine Doppel-Eber. Rakete und die hat schon ganz schön Power. Da habe ich eine ganze Menge Fuel auch dran gepackt und ja, ich bin ein wenig gespannt, ob wir das hinkriegen. Ich hoffe, also ich habe es eben schon mal ausprobiert und nein. Habe genau das vergessen, was ich eben nämlich schon vergessen hatte. Und aber wenigstens ist es mir jetzt schon aufgefallen. Eben war es ein bisschen nach dem Start, das war nicht so toll. Aber jetzt brauchen wir natürlich zum Laden. Ach Gottchen, ey. Tja, da seht ihr es. Alles. Den wollte ich. Alles live hier, ungeschnitten. Außerdem, ich hasse Videos, die geschnitten sind. Wo dann alles irgendwie die Leute dann immer so abgehackt reden, das ist furchtbar. So, da. Und zwar, Jebediah will ich raus haben, weil das Problem ist, die Station bleibt ja im Orbit und ich will Jebediah als meinen Piloten behalten, weil er einfach cool ist. Aber ich nehme eine komplette andere Crew dabei. Und die bleibt dann auch da oben. Das heißt, im Endeffekt, die sind jetzt erstmal weg. Ich kann mir neue anheuern im Prinzip, aber im Moment brauche ich noch keine. Und ich mache ja auch eher jetzt so Single-Missionen, wenn überhaupt. Und ich weiß nicht, wir sind auch, glaube ich, im Moment an dem Punkt, wo wir wirklich irgendwelche Sonden erstmal losschicken sollten, bevor wir dann, weiß ich nicht, so große Fahrten mit irgendwelchen Piloten auf uns nehmen. Aber er hat schon 2 Sterne von insgesamt 5. Mich würde interessieren, wie man die anderen 3 noch kriegt. Ich meine, ich war auf dem Mond, ich war auf dem Minimus und da muss ich ja fast schon auf andere Planeten, um die XP irgendwie von ihm zu steigern. So, genug gelabert. Ich hoffe, das Ding fliegt. Ich habe das eben noch ein bisschen hier so einmal extra Booster dran gepackt, einfach nur zur Sicherheit. Manchmal führt das dazu, dass es dann nicht mehr fliegt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so. Ich verspreche nichts. Ja, leider hat die schon wieder. Ich hatte ja gesagt, ich wollte kleinere Raketen bauen, aber die hat so viele Teile hier oben, weil ich die Station halt total vollgeklatscht habe. Ich wollte halt ein Mittelteil von der Station erstmal, beziehungsweise den Grundstein da haben und dann. Ja, hat sich das. So, ihr seht, sie hat kein extra keine extra Stabilitätsmöglichkeit, nenne ich es jetzt mal, weil sie noch nicht so gut ist wie mein Jebediah. Der kann ja fast schon auch von allein. Also wenn er jetzt noch ein Sternchen kriegen würde, ne, dann könnte der so Manöver von alleine fliegen. Dann würde ich dem einfach nur hier sagen, flieg auf den Manöverpunkt und dann. Einzig, was fehlen würde, ist, dass er selbst beschleunigt. So, das waren meine ersten Mini-Booster. Und jetzt fliege ich schon wieder mit Vollspeed hier. Jetzt gehe ich, weil ich jetzt hier gerade so anfange zu.
Widerstand zu kriegen, gehe ich jetzt hier nur mit der Mittel-Engine runter. Bei Boostern kann man ja eh nicht mit dem Speed runtergehen, die boosten halt durch. Außerdem verbrauche ich dann erstmal noch ein bisschen weniger Fuel hier außen in den Tanks. Aber fliegt schön gerade. Also, weiß ich nicht, die brennen noch zur Hälfte durch. Mit den Boostern alleine kommen wir wahrscheinlich schon 15.000 oder so. Aber diese Twin Boar, die hat auch ein bisschen mehr Power als die anderen. Die hat irgendwie 200... Oh, was machst du? Aber ich kann gegenlenken, das ist gut. Oder kann ich nicht? Doch, so ein bisschen, das geht. Versuch mal so gerade wie möglich erstmal hochzukommen. Weil wenn ich aus der Atmosphäre raus bin, dann komme ich nicht so leicht ins Schleudern, ne, wie... beziehungsweise schon im Vakuum, aber es ist... Ich höre komische Geräusche. Bisschen wackelt da. Aber wir kommen sogar noch höher mit den Boostern. Das ist gar nicht schlecht. Ach, wir hätten die jetzt schon längst abwerfen sollen. Und wir drehen uns ein bisschen. So, jetzt werde ich aber wieder unten Vollgas geben, weil meine Booster gleich weg sind. So, und ich hoffe, dass das reicht, weil dieses Ding hier oben, das ist relativ schwer. Aber wir sollten eigentlich ganz gut. Ja, wir machen ganz gut höher. Die müssten jetzt eigentlich auch bald alle sein. So, ich denke, so bei 100.000 werde ich wir können ein bisschen schon lenken in Richtung 90 Grad. Und ich denke, ich werde die einfach noch ausbrennen lassen. Und dann mit dem Speed runtergehen und dann in den Orbit. So. Engine aus. Und das wären 166, sind wir schon hoch. Das ist ziemlich weit. Ja, jetzt müssen wir gucken, wie lange wir jetzt noch burnen müssen, um den Radius zu kriegen. So, 400.000, das ist absolut hoch genug. Orbit, glaube ich, 240.000 Meter. Also 240 Kilometer. Ist, glaube ich, so ein Standard-Orbit. Oder in irgendeiner Mission spielt man das, ich weiß es nicht genau. Ich weiß jetzt nicht, wie ich auf den Wert komme sonst. Irgendwie ist der im Kopf. So. Fast. So, jetzt machen wir Warp to Next Manöver.
Naja, so schnell geht's jetzt auch nicht. Als hätte ich es selbst gemacht. So, dann spulen wir die Minute nochmal. Eigentlich können wir jetzt schon Gas geben. Ja, eine Minute Burn ist, glaube ich, drin. Und wie schon gesagt, ich habe ja noch ein Sicherheitstriebwerk. Das ist eigentlich dazu gedacht, dass ich das Ding im Notfall wieder landen kann. Alles dafür ist dran. Fallschirme sind dran, Hitzeschild ist dran. Also wahrscheinlich würde mir die ganze Beleuchtung Schrott gehen, aber... Und falls man es noch nicht gemerkt hat, wie schon gesagt, hier dieses gelbe Zeichen ist die Flugrichtung im Prinzip. Und wenn ich ein bisschen jetzt nach rechts gehe, dann geht die genau auf diesen Punkt halt. So, jetzt müsste ich aber auch wieder zurück, sonst geht es zu weit. So, das reicht so gerade und ihr seht, die wird schon langsam hot, die Engine. Zeit, sie loszuwerden und uns fehlt leider noch ein bisschen. Das sollte mal die 19 Sekunden und wie ihr seht, das ist so eine relativ große Engine, die ich jetzt habe, die aber auch wenig... Fuel verbraucht und 14 Sekunden Burn sind jetzt nicht so viel und mehr braucht man im All nicht. Das ist völlig ausreichend. So, und das Manöver können wir jetzt erstmal wegmachen. Wir haben hier eine Apoapsis bei ungefähr... ...400.000 jetzt. So, jetzt mache ich da wieder ein Manöver, kennt ihr ja schon, und bringe die Periapsis auch ungefähr auf 400.000. Damit wir einen schönen geraden... So, bevor ich mich hier in Schönarbeit, weiß ich nicht, stundenlang verbringe. Ich wollte ja die Folge relativ kurz diesmal halten und nicht hier wie die ganzen Landungen, dass sie über eine Stunde dauern. Aber ich kann es einfach nicht, sowas kann man halt nicht verkürzen. Und auch wenn ich es in Stücken hochgeladen habe, es tut mir leid. So. 21 Minuten, da spule ich jetzt mal selbst vor. Multitasking ist nicht mein Ding, falls es jemandem schon aufgefallen ist. Aber ich kenne das schon, wenn ich zu viel laber und dann nicht drauf achte, dann, weiß ich nicht, steht da dann nicht minus 2, sondern plus 15 oder sowas. Wieso beschleunige ich? Ich beschleunige doch nicht. So. Angekommen. Wir wollen es ja halbwegs genau machen, also werde ich dann auch jetzt genau bei 0 Burn und die 11 Sekunden auch dann durch. So, und das wäre es dann auch schon. Dann haben wir nämlich die Station einfach schon im Orbit. Und man kann anscheinend Stationen überall in irgendwelche Orbits schießen. Das heißt, wir könnten auch
beim Mond und beim, was weiß ich nicht was, 45414. Das ist in Ordnung. Gut. Jetzt, was kann man hier machen? Die große Frage. Also, prinzipiell erstmal kann man hier auf Start Research machen. Dann researchen die irgendwas. Ich weiß leider nicht was, wenn ich ehrlich bin. Dann habe ich natürlich hier, also das habe ich nicht so schön gemacht hier, gebe ich zu, weil das sich ein bisschen überschneidet. Eigentlich müssten da auch welche sein, glaube ich. Da haben wir noch eins. Da müsste eigentlich auch eins sein. Ich finde es noch nicht. Da. So, die habe ich schon mal. Ich glaube, ich habe hier an der Seite noch welche. Jo, hier. Dann können wir auch gleich auch mal Lichter anmachen. Und dann erscheint das hier in seinem vollen Glanze, das Schiff. Und ich glaube, das war auch so ziemlich alles an Solarpanelen, die ich mitgenommen habe. Jetzt machen wir hier schnell Lichter mal an. Irgendwie habe ich das Gefühl, die sind so ein bisschen schräg. Das dauert jetzt hier ein paar Sekunden. Verzeiht mir das Rumklicken, aber ich habe das hier nicht umsonst so. Die sind an. Komisch, ist so dunkel da. Wahrscheinlich, weil der nicht an ist. So, habe ich irgendwas vergessen? Da ist, glaube ich, noch eins. So. Ach, hier müsste ja auch noch eins drunter versteckt sein. Ah, das habe ich schon angemacht. Gut, ich glaube, es sind alle an. Wir haben hier unsere, ich weiß nicht, warum das Panel hier so schräg ist, keine Ahnung. Ich habe hier ein paar Solarpaneele. Wenn wir uns jetzt mal hier Electric Charge angucken, also im Moment verliert er gar nichts. Das heißt, wenn er in der Sonne ist, wenn irgendwo Sonne ist, dann lädt er sich auf. Das ist gut. Und ich denke, die Batterien halten auch einfach lang genug. Jetzt ist natürlich die Frage, ich kann hier natürlich überhaupt keinen Research machen. Ach doch, kann ich. Plus 22. Also aus nichts macht 22. Finde ich gut. Können wir hier noch was machen? Oder gab das gar nichts? Ich bin... Ja, und was macht er jetzt? Oh, jetzt macht er 0162 Science per Day. Also anscheinend auch, wenn das nichts gibt, kann ich mit denen, wird das verarbeitet. Also ich kann hier die ganzen, ich behalte das einfach mal. Man braucht anscheinend nur Daten, die man verarbeitet. Und dann kann man, ja, generiert das schon automatisch. Ich probieren wir mal andere Sachen. Machen wir hier EVA. Kann er mal einen EVA-Report machen, den nimmt er mal mit rein. Die kriegen dadurch ja auch XP, glaube ich, ne? Wenn die einmal draußen waren. Die Valentina geht auch mal schnell raus.
So, und keine Ahnung, woran das gemessen wird. Ich mache jetzt 0,0311 Science per Day. Das ist natürlich nicht viel. Aber bedenkt man die Tatsache, dass man teilweise hier ein paar Jahre oder was weiß ich im Weltall ist. Bei manchen Aufgaben oder auch wenn man Satelliten losschickt, ne? Die fliegen dann irgendwie 200, 300 Tage. Das ist ja dann schon prinzipiell ein Jahr und da kommt dann, denke ich mal, nach einer gewissen Zeit muss man dann einfach schauen, kommt dann genug zusammen, denke ich, hoffe ich. Wenn nicht, dann keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wichtig sind hier unsere Docking-Ports. Das ist eigentlich das Wichtige, weil daran will ich dann im Endeffekt jetzt Fuel-Tanks docken lassen. Und insgesamt drei, denke ich, an drei Ports. Und an einem Port werde ich eine Erweiterung der Station bauen. Also prinzipiell ein Modul, wo nochmal mehrere Docking-Ports dran sind, könnte ich natürlich auch an die Fuel-Sachen tun. Muss ich mir noch überlegen. Genau wie ich das mache, weiß ich das noch nicht. Und ich muss ja auch nochmal irgendwie zu dem Ding hier hinkommen. Wir können uns auf jeden Fall. Ja, man könnte sich hier ein bisschen besser umschauen, hätte ich das nicht alles zugebaut, aber naja. Viel Sicht hat man jetzt hier auch nicht. Nee, das war. Ich wollte eigentlich bei denen mal gucken, wie das bei denen drin aussieht. Ja, es ist ganz, ganz süß gemacht, finde ich. Schade, dass man hier nicht rumgehen kann. Weil nach unten zoomen kann man ja nicht. Don't press red button. Alles klar. Wir werden versuchen, nicht den roten Knopf zu drücken. Gut, das war's auch schon, was man zeigen kann. Erstmal mit. Warum bewegst du dich? Ich habe kein Stabilis. Das Stabilitätssystem ist aus. Alles klar. So, ja, was wollte ich sagen? Das war es eigentlich, was man hier so mit Stationen zeigen kann. Nächste Mal versuche ich irgendwie eine Docking-Aktion. Dazu muss ich aber erst noch ein Schiff bauen und wie schon gesagt, ich habe keinen Plan, wie das genau geht. Ich muss es erstmal ausprobieren. Ich denke, ich werde auch vorher einen Probelauf machen, damit ich mich nicht allzu sehr blamiere. Und in diesem Sinne, ja, wie kann man zum Space Center, genau, ne, wie bei einer Space Probe, bei einer Sonde kann man einfach da oben draufklicken und die Jungs hängen jetzt im Weltall ab. Und die können ja auch ewig bleiben. Also ich habe bisher, also Life Support und so gibt's nicht und Kerbals scheinen unendlich lang zu leben. Also kein Plan. In diesem Sinne, adios.